Sie sind alle hier versammelt. Ich darf wieder mal die Oberösterreicher vielleicht zuerst begrüßen, die sich mit mir heute in der Früh mitgemacht haben. Danke, dass Sie auch so zahlreich hier erscheinen, aber natürlich alle anderen genauso, egal wie weit der Weg ist. Ihr wisst, wie wichtig es ist, dass wir uns hier versammeln, dass wir unsere Samstage opfern. Denn es geht eben um das Wichtigste, was wir haben. Es geht um unsere Verfassung, die Grundrechte und die Freiheit. Danke. So ist es. Danke an die Organisation, auch dass sie uns hier sprechen lassen, dass wir hier eintreten können für unsere Position. Und es ist schön zu sehen, dass wir so viele sind. Das soll vielen Kraft geben, auch die zu Hause sitzen, die sich alleine fühlen. Und auch wir im Parlament fühlen uns manchmal schon sehr alleine. Also danke für diese Solidarität. Das ist echte Solidarität, die wir leben. Und uns alle, egal welches Alter wir haben, Geschlecht, Herkunft, ideologische Ausrichtung, das spielt alles heute überhaupt keine Rolle. Uns alle eint, dass wir uns zunehmend autoritären Tendenzen und Absichten unserer Bundesregierung hier vehement entgegenstellen wollen und sagen, nein, so geht es nicht, Schluss mit diesen Maßnahmen, Schluss mit Lockdowns und natürlich erst gar keine Impfpflicht. Wir stellen uns vehement gegen diesen Zwang, auch bereits die indirekte Impfpflicht, die ja schon greift seit Monaten. Der Druck, der hier ausgeübt wird, es wird nicht einmal davor zurückgeschreckt, dies auch auf die Kinder und Jugendlichen auszutragen. Es geht uns gegen diesen Zwang, nicht gegen das Impfen, das soll jeder selber entscheiden, jeder soll seinen Hausarzt fragen, tun, was er will. Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren zwischen Geimpfte und Ungeimpfte, das sind private Entscheidungen, mich interessiert das nicht, ob ein anderer sich impfen lässt oder nicht. Es verläuft die Linie nicht da, wo sie die Bundesregierung haben will, zwischen Ungeimpfte und Geimpfte, sondern sie verläuft da zwischen den Vernünftigen und den Unvernünftigen, den Besonnenen und den Bösartigen und den Verantwortungsvollen und denen, die verantwortungslos sind. Wir lassen uns nicht gegeneinander aufbringen. Die Bundesregierung möchte mit ihren Handlungen, mit diesen Aktionen und dieser Maßnahmenspirale und zuletzt mit dieser Impfpflicht, die im Februar kommen soll, nur ablenken von ihrer unglaublichen Inkompetenz, von ihren Grabenkämpfen, von ihrem Machtmissbrauch. Sie will ablenken davor, dass sie ihre Aufgaben nicht erfüllt, dass sie sich nicht dessen widmen, was sie nach der Verfassung verpflichtet werden. Der Gesundheitsminister und der Bundeskanzler haben sich nicht um die Gesundheit jedes Einzelnen von uns zu kümmern. Wir sind mündige Bürger, das machen wir selbst und eigenverantwortlich. Es hilft uns niemand, wenn jemand von uns krank wird, das müssen wir immer selber alles schuften. Dafür sind wir aber auch da, wir sind erwachsen. Wir Erwachsene machen das für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Alten. Das machen wir selbst. Die Politiker sind dafür zuständig, das Gesundheitssystem zur Verfügung zu stellen und dass es funktioniert und nicht Kapazitäten abbauen und dann auch noch das Gesundheitspersonal, das immer schon eine gute Arbeit geleistet hat, nicht erst in den letzten 2 Jahren und bei dem wir uns immer schon bedanken hätten sollen. Aber dieses Personal wird jetzt auch noch unter Druck gesetzt mit der Impfpflicht, was sicher dazu führt, dass viele ihren Arbeitsplatz verlassen werden und dann fährt das Gesundheitssystem wirklich an die Wand. Und zwar nicht wegen den Ungeimpften, sondern wegen dieser Politik. Wir befinden uns nun schon im 4. Lockdown. Es ist eigentlich so unglaublich, dass man sich schon beinahe daran gewöhnt hat. Es wird die Wirtschaft ruiniert, so viele Existenzen ruiniert. Es hat so unglaublich viele soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Schäden, die man gar nicht mehr als Kollateralschäden bezeichnen kann. Es bricht einem das Herz, wenn man an die Kinder und Jugendlichen in den Schulen und Universitäten denkt, an die alleinstehenden Älteren und die ihren Arbeitsplatz verlassen haben.
Und wenn ich hier am Weg hierher vorbeigekommen bin, am Maria-Theresien-Platz mit dem geschlossenen Christkindlmarkt, den Buden, die geschlossen sind, ist irgendwie wieder die Wut in mir hochgekommen. Es ist so gemein, nicht nur den Ausstellern hier einfach um ihre Einkünfte zu bringen, die ja darauf angewiesen sind, dass sie das in der Weihnachtszeit machen, sondern einfach auch den Kindern die Freude der Christkindlmärkte zu nehmen. Jedenfalls nicht mit Gesundheit oder Gesundheitspolitik zu tun, sondern nur um unseren Gehorsam zu erzwingen, und das ist verantwortungslos und niederträchtig. Wir haben diese Woche einen Impfgipfel erlebt, wir waren nicht eingeladen. Ich bin fast froh drum, es hat ja geheißen im Vorfeld, es werden nur die konstruktiven Kräfte eingeladen. Ja, das ist richtig. Die Freiheitliche Partei kann nichts Konstruktives zur Einführung einer Impfpflicht, eines Impfzwangs beitragen, denn wir sind vehement dagegen. Das muss eben jeder selbst entscheiden. Und angeblich wurde da ja in die Breite und in die Tiefe diskutiert, aber das Ob ist keine Frage mehr, hat die Verfassungsministerin Edtstadler schon gesagt. Für mich ist es aber, es geht um das Ob, und sie darf eben nicht kommen, denn es ist eine verfassungswidrige Anmaßung eines immer übergriffiger werdenden Staates Österreich. Aber von Menschen, die sich hier als Repräsentanten von Österreich ausgeben, sie sind es aber nicht. Denn wir, die Bevölkerung, sind es. Es geht hier um einen Tabubruch. Jeder weiß, das hört dann nicht auf. Es heißt, na, wenn einmal alle durchgeimpft sind, ist die Pandemie vorbei. Nein, es wäre ein Anfang. Und eben auch hier wieder nicht, dass die Geimpften nicht glauben, das ist dann für sie vorbei. Das Thema geht sie nichts an. Nein, in dem Gesetz kann dann ein einziger, der Gesundheitsminister, bestimmen, wie viele Impfungen wir da über uns ergehen lassen müssen, erste, zweite, dritte, vierte, er kann die Abstände bestimmen, alle 3 Monate, alle 4 Monate, für wen alle? Nein, das betrifft uns alle und wir lassen es uns nicht gefallen. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, er hatte seine guten Momente, er hat vor wenigen Monaten noch gesagt, wir leben in einem freien Land, da kann es keine Impfpflicht geben. Das heißt, er hätte wahrscheinlich sein Versprechen ebenso gebrochen. Trotzdem, dieser Satz ist richtig, der ist wahrhaftig. Und das heißt umgekehrt, wenn die Impfpflicht kommt, leben wir eben nicht mehr in einem freien Land. Und daher stellen wir uns mit aller Vehemenz dagegen, aber natürlich auch schon gegen den Druck, der jetzt schon ausgeübt wird. Daher weg damit, weg auch mit diesem Dauerzustand, in dem die Bevölkerung gehalten wird, in Angst, Hoffnung, Enttäuschung, Entmündigung, Beschimpfung, dass sie ja so undiszipliniert sind und daher immer noch das Infektionsgeschehen so hoch ist. Nein, Schluss damit. Leider Schluss damit. Und wir dürfen nicht zulassen, wir haben jetzt einen neuen Bundeskanzler, der sich leider in der Corona-Frage hier schon eindeutig positioniert hat. Ich hoffe, er lässt seine Positionierung als Innenminister hinter sich. Er war ja immer stolz, wie viele Kontrollen durchgeführt werden. Nicht an der Grenze, nicht gegen Verbrecher, sondern gegen Leute, die den Abstand nicht einhalten oder, ich weiß nicht, keine Maske aufhaben. Ja, das sind die heutigen Schwerverbrecher. Jeder muss jetzt seinen grünen Pass vorweisen und wehe, der ist abgelaufen. Ich hoffe, er besinnt sich. Er sprach ja gestern auch von der Freiheit. Er meinte allerdings, dass diese eingeschränkt wird durch das Virus. Nein, das ist es nicht. Wir müssen mit Krankheiten jeder Art immer leben. Es gibt keine gesicherte Gesundheit, das ist jedes selber ist dafür verantwortlich und es ist Schicksal.
Es ist die Corona-Politik, es sind die Maßnahmen, die unsere Freiheit einschränken, es ist die Unverhältnismäßigkeit und die Verfassungswidrigkeit. Und hier müssen wir wieder zurück zu einer vernünftigen Ausgangsbasis. Daher, ja, es gibt eine Alternative. Die Corona-Politik der Bundesregierung ist nicht alternativlos. Es gibt eine Alternative. Wir hier sind die Alternative. Wir leben verantwortungsvoll. Wir leben hier Verantwortung. Die meisten sind hier für ihre Kinder. Wir wollen weiter in Frieden und Freiheit leben können. Und wir sind solidarisch mit allen, die unter diesem System jetzt leiden. Und daher bald Schluss damit. Und danke noch einmal, dass ihr alle da seid. Auf bessere Zeit.